Eine ganze Region steht Kopf. Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League gestern Abend in Sevilla präsentiert die Mannschaft den Fans heute den Pokal. Der Hessische Rundfunk überträgt die Feier in Frankfurt jetzt live und wir sind mit dabei. Die Eintracht-Fans singen, das Raumschiff hebt ab und so ist es auch. Wir fliegen mal langsam ran an den Römer. An der Paulskirche haben sich die Leute versammelt, am Mainufer steht noch eine große Leinwand. Und hier brodelt schon der Römer. Aber die Mannschaft ist ja noch gar nicht da, das wird noch viel, viel besser. Herzlich willkommen zu unserem Essen-Extra und wie heißt es so schön, im Herzen von Europa. Im Herzen von Frankfurt. Die Leute sind seit heute Morgen hier. Viele haben gar nicht geschlafen, sind direkt zum Römer gefahren. Denn der Zugang hier zum Kernplatz, der ist schon seit Stunden gesperrt. Zu viele Menschen drauf. Es wurde nur so ein kleiner Bereich hier vorne freigelassen, damit die Fans, die in Sevilla waren, auch noch Raum finden. Weil die haben eine ganz lange Nacht hinter sich gebracht. Einige haben einfach sich am Flughafen auf die Fliesen gelegt. Ein paar Stunden oder ein paar Augenblicke mal die Augen zugemacht und geträumt vom Erfolg der Eintracht. Ja, es war relativ pünktlich, sogar überpünktlich. Im letzten Landeanflug hat die Eintracht dann noch mal ein bisschen Gas gegeben, wie in der Verlängerung. 17.40 Uhr dann schon die Landung auf dem Flughafen. Und dann geht das Ganze da relativ zügig hoffentlich in die Cabrios. Wie lange es dann dauern wird, um hier tatsächlich zum Römer zu kommen, das werden wir sehen. Aber wir werden das auch alles weiter verfolgen, mit Ihnen und für Sie. Und Florian Nass, ich habe gelernt, dass es nichts Heiligeres gibt als den Schlüssel zu diesem Balkon. Aber der wird ja auch nur für ganz besondere Momente aufgemacht, Florian. Ralf, das ist richtig. Und heute ist so ein Anlass. Europacup in diesem Jahr. 17.40 Uhr, 47 Sekunden war es. Und da war der Touchdown auf dem Fraport. Und da ist er, der Pokal. Nach 42 Jahren ist er wieder da. Der Captain und der Coach haben ihn runtergetragen. Die Gangway, Sebastian Rode und Oliver Glasner. Und dahinter die glücklichen Kevin Trapp. Ohne Frage, auch wenn er zu Recht immer den Teamgeist betont, natürlich einer der großen Helden des gestrigen Abends. Denken wir nur an die Schlussphase der Verlängerung, 117. Minute und dann natürlich der gehaltene Elfmeter. Ein echtes Firebeast, der Präsident. Eine lange Nacht für Peter Fischer, der jetzt hier von den Fans auf dem Römerberg übrigens gefeiert wird. Denn die sehen exakt die Bilder, die Sie zu Hause auch erkennen können. Axel Hellmann hat auch schon Plan. Fröhliche Atmosphäre hier auf dem Römerberg. Ja, und logisch, jeder Mitarbeiter auf dem Vorfeld nutzt jetzt natürlich die Gelegenheit auch, hier mal ein Selfie zu machen mit den Mannen, die gestern große Fußballgeschichte nicht nur für Frankfurt geschrieben haben. Da haben eine Menge Leute heute Nacht
gut gearbeitet oder waren gut vorbereitet. Autokorso, Straßenabsperren, klar für die Frankfurter Ordnungsbehörden, für die Polizei. Ist das gelebt? Das gab es natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder, auch durch die Empfänge der Fußballnationalmannschaft, sowohl der Männer als auch der Frauen. Olympia-Empfang 2016 und dann eben die Titel der Eintracht, vor allem die Pokalsiege und auch der UEFA-Pokaltriumph 1980, obwohl die Stimmung in der Mannschaft und das Verhältnis zum Trainer ein ganz, ganz anderes war als das jetzt aktuelle zwischen dem Team, dem UEFA bzw. dem Europa-League-Sieger 2022 und ihrem Coach Oliver Glasner. Ja, Peter Fischer geht das Spalier nochmal an. Er hat doppelten Grund, stolz zu sein auf diese Mannschaft, auf die Fußball AG, die Profiabteilung und dann natürlich den e.V. Dem steht er ja vor, denn es gibt ja mehr als inzwischen 100.000 Mitglieder. All das in der entscheidenden Phase der Europa League 2021-22. Das ist eine weitere Erfolgsmeldung. Ums Gepäck müssen die Jungs sich nicht kümmern. Die haben schon Platz genommen. Ich nehme an, dass im Kofferraum oder vielleicht unter den Sitzen auch das ein oder andere Getränk da ist. Rafael Boré, der Mann, der gestern für die Entscheidung sorgte. Aber es ist Quatsch, in dieser Saison einen Mann herauszustellen. Weder ihn noch Kevin Trapp. Klar, es gibt besondere Spieler. Der Kader ist in der qualitativen Breite nicht so extrem gut. Aber Einzelspieler schaffen es allein nicht. Da braucht man ein starkes Team, auch im Trainerbereich einen Staff hintendran. Und der hat vor allem international natürlich exzellent funktioniert. Ich will aus diesem verdammten Pokal, aus diesem Miststück trinken. Hat dann gemerkt, wie groß er war, wie schwer das Ding ist, wenn er dann mal gut gefüllt ist. Der Präsident Peter Fischer, er ist ganz ohne Frage eines der Gesichter dieses Vereins. Ah, im Hintergrund sehen wir noch Alex Meyer. Es gab ja eine große Delegation der Frankfurter Eintracht und ich finde das sehr, sehr gut, dass man beispielsweise auch die Frauen mitgenommen hat, also das Frauenteam, das Bundesliga-Team, das sich ja so wie jetzt die Männer für die Champions League 2022-23 qualifiziert hat. Und zwar über den Weg der Bundesliga als Drittplatzierte hinter den Bayern und Wolfsburg. Und die Männer dann eben über diesen besonderen Weg als Europa-League-Sieger nächste Saison sogar in Top 1 der Champions League vor dem Supercup europäischerseits mal ganz zu schweigen. Da kommt noch Real oder Liverpool auf die Eintracht zu. Das wird auch organisatorisch eine ganz interessante Nummer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es wird natürlich auch monetär entlohnt. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, hier über Geld zu reden, sondern der Wert, dieses Renommee für den Verein, sich international eingeschrieben zu haben, einmal mehr in die Geschichtsbücher des Fußballs. Wie geht's weiter? Streckenmäßig im Prinzip die gleiche Route wie 2018, also in Richtung Niederrath geht's natürlich dann. Wir werden vielleicht auch einen Blick erhaschen auf das Waldstadion Deutsche Bank Park. Gestern mega Public Viewing. 50.000 Leute waren da drin, waren da dabei. Aber natürlich nicht nur dort, sondern in den Kneipen, in Bornheim, auf der Berger Straße. Unfassbare Bilder können Sie morgen Abend ab 20.15 Uhr bei uns im HR-Fernsehen nochmal miterleben, was da alles los war. Und natürlich dann auch in der ARD-Mediathek für eine lange Zeit die Highlights, die Tore, die Emotionen, aber auch die Gründe für diesen Erfolg mit einigen Leuten, die wirklich da Geschichte mitgeschrieben haben. Das ist der Weg. Sie sehen im Hintergrund die Skyline. Das ist der Weg dann über Niederrath, über Sachsenhausen, Schweizer Straße, dann rüber über den Main. Und dann sind wir schon wirklich im Herzen von Frankfurt, im Herzen von Europa sind wir sowieso auch hier schon. Das ist alles, was dazugehört. Der natürlich verkehrsreichste Flughafen Deutschlands. Und zwar mit klarem Abstand. Boah, erstmal durchatmen. Was war das für ein großartiger Abend? Was für eine Leidenschaft. Und übrigens, es gehört sich immer auch an den Zweitplatzierten zu denken. Das galt auch für die Rangers, die total intensiv gekämpft haben. Aber ich finde, und das hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, dieser Sieg für die Eintracht war verdient. Ich finde, sie haben den
engagierteren Fußball gespielt. Sie waren sofort da von Beginn an. Die ersten 25 Minuten haben der Eintracht gehört. Sie wollten es unbedingt. Ja, auch die Rangers wollten es. Ich fand aber, dieser Ausschlag am Ende zugunsten der Eintracht, abgesehen davon, dass sie einen Top-Torhüter hat, das war letztlich verdient und verantwortlich dafür, dass wir diesen Fahrtag heute so begehen können. Denn auch das war klar. Bei einer Niederlage hätte es diesen Empfang nicht gegeben. Da hat die Eintracht den Riegel vorgeschoben. Axel Hellmann hat das begründet, der Vorstandssprecher, und hat gesagt, nein, als Verlierer wollen wir uns nicht feiern lassen. Rechts, das ist der Blick auf den Römerberg. Der ist voll, rammelvoll, und aber auch am Rande, am Paulsplatz bis hoch zum Rossmarkt, Hauptwache, runter zum Main, das ist jetzt nicht so weit, zum Eisernen Steg. Überall stehen die Menschen, sie werden in Sachsenhausen stehen. Es wird ein Spalier auf den Straßen geben, so wie das Niko Kovac 2018 erlebt hat. So wird das selbstverständlich dann auch später der Fall sein für Oliver Glasner. Ja, vorne, Sie sehen das im linken Bild, das ist der Vorstand mit Markus Krösche, mit Axel Hellmann, mit Oliver Frankenbach. Die Männer, die natürlich mit Unterstützung von vielen anderen diesen Weg angeschoben haben. Und es ist eben nicht nur das fußballerische Personal, es ist das, was im Hintergrund mitarbeitet, es ist das, was geschaffen wurde mit dem Profi-Camp draußen an der Arena. Das ist sehr bemerkenswert, wenn man das zum ersten Mal sieht und wenn man das vergleicht, wenn man die Zeit zurückdreht, beispielsweise zu 1980, dann ist das ein Quantensprung. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Eintracht zwischenzeitlich ja nicht nur einmal zweitklassig war, dann kann man wirklich ermessen, was es bedeutet hat, diesen Club in diese Zeit zu führen. Die Fahrt beginnt für Kevin Trapp und Co. Die Rückkehr nach Frankfurt ist für Kevin Trapp eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Es war aus sportlicher Sicht, Philipp Kostic sehen wir, aus sportlicher Sicht natürlich richtig, sich auszuprobieren mal im großen Fußball, im allergroßen internationalen Fußball. Damals, wohlgemerkt damals, Paris Saint-Germain unter anderem. Ja, aber die Rückkehr dann nach Frankfurt und dann auf dem Weg, WM-Torhüter zu werden 2022, alles richtig gemacht. Da steht er, der Eintracht Express, seit 2 Jahren gebrandet als Eintracht Flieger vom Reisepartner. Hier sehen wir nochmal, wie sie rauskamen, Sebastian Rode und Oliver Glasner. Wir sind hoffentlich überall vertreten auf der Strecke, oben im Kaisersaal, aber auch unten bei den Fans, bei Janine Hilpern ist eine Menge los. Ganz genau so ist es. Wenn man hier mal reinschaut, die Fans feiern schon, als ob die Mannschaft schon da wäre. Also ich weiß gar nicht, ob da noch viel Luft nach oben ist, aber ich glaube, in ein paar Stunden werden wir noch mal ein ganz anderes Level erreichen. Man versteht sein eigenes Wort schon jetzt nicht mehr. Die Party stimmt auf jeden Fall. Die Leute feiern, und wir fragen einfach mal hier in die Runde. Hast du dran geglaubt, dass das wirklich möglich ist? Champions League für die Eintracht? Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach der ganzen Saison und den ganzen Spielen definitiv, ja. Sehr schön. Die Nacht geschlafen überhaupt oder direkt vom Schlaf, quasi vom Feiern hier seit zum Feiern? Seit 2 Wochen nichts mehr. Seit 2 Wochen nicht geschlafen. Und der Moment, als gestern klar war, das Ding holt die Eintracht. Glaub mir nicht mehr. Sie haben ja Tränen in den Augen. Ja, man merkt es einfach, Flo, das ist hier ein Wahnsinnsmoment für die Fans. Wir wissen einfach, das ist historisch. Das ist historisch für die Stadt, für die Eintracht-Fans. Du hast es vorhin schon angesprochen, nach 42 Jahren holt die Eintracht wieder diesen einen internationalen Pokal. Ich glaube, wir lassen an der Stelle einfach nochmal die Stimmung ein bisschen wirken. Man sieht es hier auch, die Leute liegen sich ein bisschen in den Armen. Und wir fragen einfach nochmal hier in die Runde. Ihr kennt euch aber nicht, oder? Also ihr lernt euch hier gerade kennen. Wir lernen uns gerade kennen, ja. Was bedeutet das für dich, wenn du sehr siehst? Berührt. Okay. Ja. Wie war es für dich gestern?
wir lassen das einfach mal so stehen und ein bisschen... Gestern war mega. Hast du der beste Tag des Jahres. Und das nach Corona. Endlich mal was zum Freuen. Das ist was bedeutet dieser Titel für dich als Fan nach 42 Jahren? Ist das sogar größer als der Pokalsieg 2018? Ja, der Pokalsieg war schon auch richtig heftig, weil da keiner dran geglaubt hat gegen die Bayern. Das war auch schon Gacinovic mit dem Lauf seines Lebens und jetzt Kostic. Bitte? Gacinovic mit dem Lauf seines Lebens und jetzt Kostic mit dem Tor sein. Und ganz, ganz heftig. Aber das war jetzt auch richtig mega, ja. Vielen Dank dir. Also die Fans laufen sich hier langsam warm, Flo, und warten auf die Mannschaft. Aber wir sehen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, weil man sicherlich jeden Meter auf dem Weg hier zum Römerberg genießen wird. Ja, aber wenn es so Emotionen und solche Bilder gibt, dann haben wir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und wenn es 22 Uhr wird, das verspreche ich jetzt einfach mal, obwohl mir es redaktionell gar nicht zusteht. Wir kriegen die oben auf den Balkon, gar keine Frage. Diese Tränen des Fans eben, ich kann das total nachvollziehen. Das ist nämlich ganz sicher jemand, der auch den ersten Abstieg Mitte der 90er Jahre mitbekommen hat. Der das vielleicht alles noch mal nachvollzieht, was mit seinem Lieblingsverein, mit seiner Lieblingsmannschaft so passiert ist. Es ist eben nicht nur dieser Erfolg von vor 42 Jahren. Es ist die verpasste Chance auf die deutsche Meisterschaft 1992. All das liegt ja in diesem Zeitraum bis zu diesem großen Triumph in der vergangenen Nacht. Das darf man nicht vergessen. Das sind Leute, als sie jung waren, die standen im G-Block und sind dann vielleicht auf die Gegengerade gewechselt. Ein Hinweis noch, auch für Sie zu Hause, denn es ziehen starke Gewitter auf, die zwischen 18:30 und 20 Uhr sich wirklich heftig entladen können. Derzeit sollen sie schon Fahrt aufnehmen im Bereich Taunus und Wetterau. Seien Sie bitte alle vorsichtig, lieber alles zumachen, bringen Sie sich dann lieber in Sicherheit. Das gilt natürlich dann später auch für die Menschen hier auf dem Platz. Das soll später kommen, aber das war uns wichtig, Ihnen diesen meteorologischen Hinweis zu geben, mal ausnahmsweise aus der Sportredaktion. Aber wir haben uns da natürlich vergewissert und haben von unseren Kollegen genau diese Hinweise bekommen, die wir sehr gerne weitergeben. So, man ist schon an einem Tor des Flughafens angekommen. Und dann kann gleich Fahrt aufgenommen werden. Sebastian Rode, ein Urhesse im zweiten Cabrio. Der schwenkt schon. Mein Gott, ist der gestern getroffen worden, gleich in der Anfangsphase. Das Blut überall im Gesicht, auf dem Trikot, aber wurde wieder zusammengeflickt. Man muss da immer sehr vorsichtig sein und vorsichtig sein auch mit Heldengeschichten. Aber eines ist mal klar, ihm das zu gönnen, dass er weitergespielt hat bis zur 90. Minute, das war schon Wahnsinn. Und das war ihm so zu gönnen, ein Mann, der so voran und vorausgeht. Da haben wir das Bild nochmal, wie er gezeichnet war dann, als der Turban weg war vom Kopf. Und der hat schon da die Medaille um nach der Siegerehrung. Ehrung. Hauptsache das Ding geholt, hat er getwittert. Alles andere ist egal. Oh, das hat aber eine mächtige Spur auf der Stirn hinterlassen. Ein sehr sportaffiner Mensch, Sebastian Rode. Nicht nur Fußball interessiert, sondern auch an vielen anderen Sportarten. Beispielsweise auch beim Radsport. Immer mit am Fernseher dabei und übrigens auch einer der morgigen Protagonisten. Die Karawane steht bereit. Alles sammelt sich nochmal die Chance. Einige Fans waren clever. Die wussten genau, da kommen sie raus. Da ist die erste Chance, mal einen Schnappschuss zu machen, bevor dann der Konvoi, der Corso, Fahrt aufnimmt in Richtung Sachsenhausen, in Richtung Innenstadt der Stadt Frankfurt. Mal ein Blick auf die Titelsammlung. Was ist denn hier schon so gefeiert worden? Gigantisch die Bilder, die wir auch bei uns im Archiv noch haben. Schwarz-Weiß, 59. Die erste und auch einzige deutsche Meisterschaft. Damals in diesem Verlängerungsdrama gegen den OFC. 74, 75 DFB-Pokal. Nach Verlängerung einmal gegen den HSV. Dann 75, 1-0 gegen Duisburg in Hannover. UEFA-Pokalsieg 80, 81, 88 und 18 DFB-Pokal. Und jetzt eben die Europa League mit diesem Drama im Elfmeterschießen. Oliver Glasner und seine Assistenten sind mit dabei, Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier. Das ist sein erster Staff, aber heutzutage Bundesliga-Vereine, da ist natürlich noch viel mehr dabei. Die Scouts, die Athletiktrainer und so weiter und so fort. Und natürlich auch eine physiotherapeutische Abteilung, die dafür gesorgt hat, dass
fast alle mitwirken konnten. Es gab ja große Gedankenspiele darum, schafft es Jesper Lindström beispielsweise, was wird mit Martin Hinteregger, aber da war relativ schnell klar nach dem Halbfinale, das wird mit dem Endspiel nichts. Ja, das sind die Stolpersteine dann nachher. Wenn Sie da überall bei jedem Fotografen, bei jedem Fan anhalten, jedes Selfie mitmachen, dann wird es ein Problem geben, heute Abend hier noch bis 0 Uhr auf dem Balkon zu stehen. Bei uns hier am Römerberg, am Rathaus der Stadt Frankfurt am Main. Die Hessen Connection im zweiten Wagen, also nicht nur Sebastian Rode, sondern nächster Frankfurter, Timothy Chandler. Da haben wir ja nicht nur einen, auch Eamon Buckock, der bei der SG Braunheim groß geworden ist, den Verein jetzt verlässt, in Richtung Mainz 05 gemeinsam mit Danny da Costa. Auch die Polizei nutzt die Gelegenheit, das finde ich ja lustig. Ich dachte, der will mal sagen, Achtung, wir fahren gleich los. Timmy. Es sind solche Spieler wie Timothy Chandler, die auch einen großen Anteil an diesem Erfolg haben. Vielleicht nicht, weil er jetzt mega viel gespielt hätte, weil er sich als Torschütze aufgedrängt hätte. Aber zur Wahrheit gehört auch, es braucht Teamgeist. Und Teamgeist braucht Typen. Und er ist einer dieser Typen. Und auch die Wahl für Sebastian oder auf Sebastian Rode als Mannschaftskapitän war ein ganz wichtiger Indikator. Aber eben der Mann, der in der Kabine für gute Atmosphäre sorgt, der für Integration der neuen Spieler sorgt, das ist eben ein Mann wie Timothy Chandler. Markus, Philipp ist einer derjenigen, der auf dem Motor sitzt, genauso mit Sebastian Ried. Markus, was gibt's? Was siehst du? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Laune? Ja, ich weiß nicht. Also wenn man das nicht anhand der Fernsehbilder schon erkennen kann, dann hat man entweder das Schwarzbild eingeschaltet zu Hause oder ist nicht im Zimmer. Ich glaube, die Bilder sprechen eigentlich für sich. Hier das zweite Cabrio mit Ndika und ach, das ist ja Wahnsinn, was hier alles los ist. Wir fahren mal vor zum Captain, der da vorne auch so ein bisschen die Stimmung mit angibt. Ich hoffe, dass die Kamerateams das alles so mitkriegen, was hier los ist. Ach, komm, da gehen wir noch ein bisschen nach hinten. Nein, wir kommen noch. Axel Hellmann hat gerade gesagt, wir sollen zu ihm kommen. Ja, ich weiß ja auch nicht. Komm, dann gehen wir erstmal zu ihm hier. So, also, Axel Hellmann ist da. Wir müssen noch ein bisschen näher ran, Matthias, sonst kann ich ihn so schlecht verstehen. Axel, eine Sache müssen wir gleich mal aufklären. Es hieß, dass Präsident Peter Fischer Ärger bekommt, wenn er sagt, er möchte aus diesem Pott saufen. Warum habt ihr ihm das verboten? Ich habe ihm gesagt, die Nummer hast du einmal schon gemacht. Mach die kein zweites Mal, dann ist sie blöd. Aber der Peter hält sich ja an keine Regeln. Warum ist das so? Habt ihr den nicht im Griff? Der Peter ist eine, wie man so schön sagt, unkontrollierbare Rakete bei uns im System. Aber ganz wichtig. Und dann bleibt aber trotzdem natürlich die Frage, fahrt mal weiter, wir müssen immer bei den Cabrios bleiben. Das ist nicht so ganz einfach, weil das hier ein Stop and Go ist. Wann war Axel Hellmann denn gestern eine Rakete? Ich bin um 7:30 heute Morgen ins Bett. Habe ich eine Stunde geschlafen, 1,5 und dann... Es endete sehr feuchtfröhlich nachts. Das kann ich mir denken. Letztes Mal bei dem Pokalsieg 2018, da war an Peter Fischers Tür ein Zeichen, da hieß es Diskothek. Wo hing dieses Schild dieses Mal? Nee, wir haben ja in einem Club gefeiert und da ging es wirklich bis 6 Uhr. Und dann sind wir noch mal ins Hotel umgezogen und haben da noch mal geschaut, was es da noch so gibt. Aber es ist eine tolle Gemeinschaft, eine Zusammengehörigkeit. Es war wirklich überragend. Na, dann würde ich sagen, feiert erstmal schön weiter. Zu Markus Krösche kommen wir natürlich auch noch mal. Ja, ich komme noch mal vorbei. Ne? Also, bis nachher dann. Also ich glaube, das zeigt erstens mal, wie die Stimmung hier ist, zum anderen aber auch die ersten internen Informationen, wie lange das heute Nacht ging. Ich würde vorschlagen, das lassen wir erstmal so wirken und dann schauen wir mal, was die anderen Menschen, die hier in den Cabrios sitzen, noch zu erzählen haben. Es geht übrigens im Vergleich zu 2018 jetzt hier schon so langsam voran. Also Flo, deine Prognose, dass wir um 22 Uhr noch auf dem Römer irgendwie live zugegen sind, die ist nicht so unrealistisch.
Ja, das habe ich irgendwie schon befürchtet. Ich habe übrigens kein Schwarzbild. Ich kann das durchaus einschätzen. Was ja total praktisch ist, wenn die Party bis 6 Uhr ging und Sie sind dann ins Hotel umgezogen. Super, ist das Frühstücksbuffet offen. Wenn man dann noch die Bar aufschließen kann, perfekt, geht beides. Bisschen was Frisches in den Mund bekommen und vielleicht noch ein Konterbier oder so. Ja, hilft ja auch manchmal. Die Stimmung ist, das merken wir jetzt schon, überragend. Es gibt natürlich... Klar, weil die Fluktuation an den Bundesliga-Vereinen ist natürlich schon relativ stark. Aber es gibt natürlich Spieler, die davon berichten können, die den anderen sagen können, passt mal auf, was ihr da nachher erleben werdet, das ist schon außergewöhnlich auf diesem traditionsreichen Terrain, auf dem Römerberg, wirklich das Herz von Frankfurt, dieses Rathaus, das... natürlich auch schwer getroffen war, aber wieder aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Historisch alles ringsrum mit der Paulskirche und so weiter und so fort, dem Kaiserdom. All das wird man vielleicht den Spielern nicht genau so explizit erklärt haben, aber eine Vorahnung gegeben haben, was sie dort erwartet an purer Leidenschaft. Man muss schon sagen, Liebe und Emotion. Wenn sie denn ankommen, wenn sie denn ankommen. Das ist... Das Fahrzeug, das ich vorhin schon mal angesprochen habe, links, das ist Oliver Frankenbach, der unfassbar seriös arbeitet. Alle natürlich, aber ein Mann, der ganz dezent im Hintergrund arbeitet, aber eben zur Vorstandsetage gehört. Er überlässt das Bild nach außen dann durchaus Axel Hellmann und natürlich Markus Kröscher, der sportlich dann wiederum vor allem das Sagen hat. Und ja, die drei können sich heute Abend dann, wenn sie auseinandergehen, nochmal die Hand geben und sagen, Leute... Das ist schon Wahnsinn, was wir hier zu verantworten haben und auch in die Zukunft führen. Denn diese Champions-League-Teilnahme, und jetzt geht es dann doch ein bisschen um das Geld, bedeutet natürlich schon, dass man Spielraum hat, diese Mannschaft nicht nur zusammenzuhalten, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch zu ergänzen, auch wenn die wirtschaftlichen Situationen durch Corona natürlich schwieriger geworden sind. Aber das betrifft nicht nur die Eintracht. Rechts das kleine Bild, das sind die Glücklichen, die mussten sich nicht um einen Platz kümmern, denn das sind die Anwohner hier direkt am Römerberg. Die haben auch immer einen feinen Blick ab Ende November, wenn genau hier der Frankfurter Weihnachtsmarkt gastiert oder stattfindet, einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands übrigens. Und das ist der Balkon. Übrigens später angebracht, erst im Jahr 1900. Das Gebäude selbst ist natürlich Jahrhunderte alt, aber dann wurde es repräsentativ und hier nehmen wirklich nur ganz besondere Menschen Platz und dürfen sich ehren lassen, so wie die Europa League Siegermannschaft der Frankfurter Eintracht. Das ist der Blick nach hinten. Wenn Sie dort nach hinten weiter den Blick schweifen lassen, geht es Richtung Hauptwache. Auch da der Platz vor der Paulskirche. Alles ist voll. Alles ist voll und alle sind gekleidet in Schwarz und Weiß. Ein bisschen die alten schwarz-roten Trikots, die auch heute aufgetragen werden. Die verrücktesten alten Trikots habe ich entdeckt auf dem Fußweg hier vom Willy-Brandt-Platz, von der U-Bahn-Station hier rüber. Einer trug ein Shirt von Pavel Krizhavovic, den kennen die wenigsten auch noch. Sensationell, dieses bunte Gemisch an Erinnerungen, die heute getragen werden und dazu natürlich die aktuellen Shirts in, ja, dem großen Gedenken an diesen Triumph gestern in Sevilla. Ansgar Knauf sehen wir da in diesem Wagen. Das ist für mich eine der großen Entdeckungen, ich glaube für viele Eintracht-Fans. Es ist ja nicht nur die Geschichte, dass er aus der dritten Liga, aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, da hat er sich nicht durchsetzen können, weil die Konkurrenz auf der rechten Angriffsseite halt auch unheimlich groß war. Und dann kommt er hierher und es ist ja nicht nur so, dass er seinen Platz irgendwie findet. Nein, der war spielprägend. Der hat vor allem in der Europa League für Erfolge gesorgt. Der war unglaublich stark nominiert für das Tor des Monats, beispielsweise mit dem Führungstreffer gegen Barcelona am 7. April 22. Dann natürlich auch Torschütze beim Auswärtssieg in London gegen West Ham, 28.04.22. Stammplatzspieler. Das alles seit der Winterpause. In der Vorrunde war er noch nicht mit dabei, aber dann in der K.O.-Runde mit dabei. Also das ist ein Neuzugang. Nächstes Jahr noch eine komplette Leihe von Borussia Dortmund. Den zu verpflichten, das wäre fast schon, das muss man jetzt so sagen, ein Königstransfer. Rafael Boré. Gestern hat er sich sofort von einem Betreuer die kolumbianische Flagge
reichen lassen. Ein so sportbegeistertes Land. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Disziplinen. Gibt es auch ein Schlechtwettergebiet, was derzeit auf Frankfurt zuzieht? Ja, hier gibt es eine kleine Warnmeldung, auch für die Fans wegen des Unwetters. Ja, die Durchsage, man geht hier davon aus, dass es nur ein paar Regenschauer gibt. Ich glaube, das halten sie alle aus. Aber es ist richtig, die Menschen vorzuwarnen, dass es auch schlimmer kommen könnte. Sie sehen die dunklen Wolken oben am Himmel über Frankfurt. Boré, Tuta. Was für eine kunterbunte Mannschaft auch, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also kunterbunt im Sinne von international, das passt perfekt eigentlich zu Frankfurt. Eine Stadt, die für ihre Internationalität, für ihre Sprachenvielfalt bekannt ist. Es ist ein Tor zu Europa durch den Flughafen allein, durch diesen majestätischen Bahnhof natürlich auch. Endstation, viele Linien, ja. Aufsichtsrat ist mit dabei und der Präsident. Philipp Holzer, der von Wolfgang Stäubing dieses Amt übernahm. Auch das sind Führungsetagen, die wichtig sind, die nicht dafür zuständig sind, Tore zu schießen oder Tore zu verhindern, aber die Basis zu legen für eine gute Arbeit, für ein solides wirtschaftliches Bett und natürlich auch für die Umstände in der Heimatstadt der Eintracht. Das sind Legenden. Uwe Bein, Charlie Körbel haben wir gesehen und Toni Yeboah. Toni Yeboah, was war das damals für ein Neuzugang, als er von Saarbrücken wechselte zur Eintracht? Uwe Bein, 1990 Weltmeister, der Mann mit dem unfassbaren Pass in die Tiefe, dem tödlichen Pass, den kaum einer so genial spielte wie er, wie Uwe Bein. Und von Karl-Heinz Körbel, da braucht man gar nicht reden, sondern einfach nur sagen, die Legende. Und Charlie Körbel hat auch in einem Interview gesagt, am Vorabend des Spiels in Sevilla, ich komme mir manchmal vor, selbst wie ein Kind, jetzt kaufe ich mir auch schon so ein Trikot, so ein Shirt und renne dieser ganzen Maschinerie nach. Aber ich bin so heiß auch auf dieses Spiel und diesen Erfolg. Ich gönne es meinem Verein, für den er ja mit 17 begann in der Fußball-Bundesliga mit diesem legendären Bild als Manndecker gegen Gerd Müller. Das Spalier der Zuschauer wird enger und das ist weit, weit davon entfernt, ein Wohngebiet zu sein. Das dauert noch ein paar Kilometer, bis sie dann so Richtung Niederrad kommen, wo dann tatsächlich die Menschen wohnen. Überragende Bilder von unseren Motorrädern. Teilweise auch von unseren E-Rollern, die wir auf der Strecke haben. Und natürlich auch hier aus dem Helikopter, wie wir es gesehen haben. Das alles schnellstmöglich aus dem Boden gestampft. Aber natürlich mit den Vorarbeiten der letzten Wochen, den Vorahnungen auch, es könnte dann doch auf uns zukommen. Und da hilft natürlich dann auch die Erfahrung der letzten Jahre bei unseren Übertragungen. Es gab ja auch den Empfang beispielsweise 2016 für die deutsche Olympiamannschaft, als sie zurückkam aus Rio. Der zweite Empfang übrigens, es gab ja schon einen in diesem Jahr, klar ein bisschen kleiner, aber für den DEL2-Meister, für die Löwen Frankfurt, auch die wurden auf dem Römerberg geehrt. Aber die hatten es natürlich nah, die konnten zu Fuß kommen von der Eissporthalle oder auch die Straßenbahn nehmen. G
gibt hier auf dem Römerberg gerade Applaus und Sprechchöre, weil er gerade im Bild war und diese auf der Großbildleinwand hier auch die Bilder gezeigt werden, weil Oliver Glasner im Bild ist und Bild war, so wie jetzt auch nochmal Oliver Glasner. Und dann das rhythmische Klatschen. Ja, die Windböen hier auf dem Römerberg werden etwas stürmischer. Wir sehen es auch an der Fahne, die Sebastian Rode in der Hand hält. Gonzalo Paciencia mit dabei. Das sind die vier, die sich für diesen Wagen gefunden haben. Vordergrund. Das ist die Autobahn 3, natürlich zu dieser Zeit stark befahren in Richtung Frankfurter Kreuz. Man quert sie jetzt, überquert sie jetzt. Und da staut sich der Verkehr schon, denn die Kolonne setzt sich jetzt, das sehen Sie vorne, angeführt von den Polizeifahrzeugen, in Bewegung. In der Bildmitte, das ist der ICE-Bahnhof hier in Frankfurt Flughafen, mittlerweile ein echter Knotenpunkt geworden. Und dann geht es Richtung Stadtwald. Im Hintergrund sehen Sie die Skyline von Frankfurt. Imposant, es gibt keine vergleichbare Ansicht einer deutschen Großstadt. Der Wind flaut richtig auf. Oh, die haben Mühe, schon die Flaggen festzuhalten. Hoffentlich kommen sie halbwegs trocken in Richtung Römerberg. Das wird auch bei der Übertragung nicht ganz so einfach werden, weil das natürlich die Witterungsbedingungen Einfluss hat. Aber ich glaube, das können wir locker durchhalten. Schauen wir uns noch mal an, wie das gestern aussah. Der Erfolg, ein Bild für die Ewigkeit, das werden wir im Eintracht-Museum sehen. Da bin ich ganz sicher, dass Matze Thoma da eine gute Auswahl treffen wird, denn er ist zuständig für das Eintracht-Museum. Und dann schauen wir doch mal rein, wie die Eintracht dann mit ihren Freunden, mit Sponsoren, mit Familienangehörigen dann ein bisschen unter sich gefeiert hat. Und das ist total legitim. Die Bilder kommen von Eintracht TV. Und dass da nicht alle Journalisten eingeladen werden, ist total okay, dass man da ein bisschen unter sich bleiben will und gemeinsam feiern und auch schunkeln und singen. Das Lied werden wir heute noch hören. Wir haben es auch auf dem Römerberg schon gehört, der Polizeikorps Frankfurt und im Herzen von Europa. Wer noch nie in Frankfurt im Stadion war, dem empfehle ich das. Gehen Sie mal hin und dann so an einem Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr, 15.22 Uhr, dann ertönt das Lied und alle machen mit. Ein eher ungewöhnliches Fanlied in diesen heutigen Zeiten, nicht irgendwie arrangiert, sondern pure Tradition. Es ist das, was ich meine. Es ist total fröhlich, total gelassen, friedlich, lustig. Die Stimmung hier auf dem Römerberg in Frankfurt beim Empfang der Europa League Sieger 2022, der SG Eintracht Frankfurt. Markus, du bist beim Captain, da wollen wir dich nicht warten lassen. Ja, wir müssen da noch ranfahren und das eben mit der Kamera ein bisschen koordinieren. Es ist nicht so ganz einfach. Aber wir versuchen jetzt mal zu Seppelrode vorzufahren.
Ja, wir sortieren hier uns noch ganz kurz und gleich sind wir hier bei ihm. Seppel, ich mach dich mal ganz blöd von der Seite an. Ich frage jetzt auch mal ganz direkt, wie viele Stiche sind das und was tut mehr weh? Die Wunde oder der Kopf von der Nacht? Ich habe keine Ahnung, wie viele Stiche es sind, aber es hat eine Weile gedauert, bis es genäht wurde. Und tatsächlich ist die Narbe, die ein bisschen mehr wehtut als der Brummschädel. Aber das wird ja wahrscheinlich eine lebenslange Erinnerung bleiben an diesen Abend. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen toll? Ja, dadurch, dass wir gewonnen haben, ist gut. Wenn wir verloren hätten, wäre es bitter gewesen. Ganz im Ernst, wie oft hast du nach dem Staus auf deinen Kopf und auch während des Spiels gedacht, du schaffst das gar nicht mehr bis zur 90. oder vielleicht auch darüber hinaus? Ja, kurz kaum Zweifel, aber dann, man spielt nur ein Finale so in der Art, mehr oder weniger in seinem Leben. Das wollte ich unbedingt durchziehen. Ja, und auch die Mannschaft hat gesagt, sie wollte diesen Pokal auch für den Kapitän holen. Das ist auch eine schöne Geste von der Mannschaft gewesen, oder? Auf jeden Fall, ja. Musste der Kapitän dann heute Nacht ein bisschen bluten finanziell und die eine oder andere Runde schmeißen dafür? Nee, heute war alles organisiert von der Eintracht und jeder konnte so viel trinken, wie er wollte. Wie habt ihr euch jetzt auf diesen Empfang vorbereitet? Was erwartet ihr? Wird das noch härter als 2018? Was habt ihr für Ideen, wie das abläuft jetzt? 2018 war ich echt dabei, da ist der Timmy der Experte. Ich denke, es wird unglaublich werden. 200.000 werden ja gerechnet oder sowas, was wir mitbekommen haben. Und ja, die Stadt wird im Ausnahmezustand sein. Dann wünsche ich erstmal viel Spaß und auf dass die Fahne noch ein bisschen hält. Es wird langsam ein bisschen ungemütlich hier. Also der Regen hält sich zwar noch in Grenzen, aber der Wind wird immer größer und schärfer. Wir hoffen mal, dass das ein gutes Zeichen dafür ist, dass dieses Gewitter sich verzieht. Aber das macht den Jungs momentan auch gar nichts aus. Also die Stimmung ist überragend hier auf den verschiedenen Cabrios. Und dann versuchen wir mal, den einen oder anderen noch stimmenmäßig hier einzufangen. Also das wäre ja auch echt ein starkes Stück gewesen, wenn die da ihr eigenes Portemonnaie, ich meine, es ist nicht so, dass sie jetzt nicht eine Runde schmeißen könnten, aber wenn sie da die anderen noch einladen hätten müssen, das wäre schon eher überraschend gewesen. Vorbei geht's am ICE-Bahnhof, den passieren sie jetzt, aber es dauert dann immer noch ein bisschen, bis sie dann das echte Stadtgebiet von Frankfurt erreichen, im Sinne von, da wohnen dann Menschen und das Spalier wird dann enger. Da beginnt es jetzt auch zu regnen. Hier bei uns auf dem Römerberg hüpfen die Menschen und ja, sie hüpfen sich quasi trocken, denn es hat schon richtig angefangen zu regnen. Wenn es so bleibt wie jetzt, alles okay. Dann ist man halt pitschnass, dann fährt man nachher nach Hause, geht nach Hause, ab unter die Dusche, frisches Hemd und Hose an und dann ist gut. Hoffentlich gibt es keine Blitze, hoffentlich gibt es kein wirklich großes Unwetter mit Starkregen. Das ist im Bereich des Möglichen, aber wenn es so bleibt wie jetzt aktuell, das haben wir in der Vergangenheit hier auch schon erlebt. Und das wäre dann natürlich absolut auszuhalten. Vor allem dann, wenn man ohnehin hier schon seit Stunden gewartet hat. Ich bekam von Kollegen heute so gegen 12 Uhr schon die ersten Fotos zugespielt. Da standen schon Menschen hier auf dem Römerberg, ja? Und nicht irgendwie 2, 3. Da waren schon richtig viele. Es war für den einen oder anderen auch eine bisschen blöde Situation. Es sind Einzelschicksale und trotzdem sei an die erinnert. Hier planten nämlich eigentlich Menschen heute zu heiraten. Denn im Rathaus, da ist der Trausaal. Und zwar der, der am besten gebucht ist in der Stadt Frankfurt. Und die haben dann ihre Termine verlegt, haben Alternativangebote bekommen, weil das war da natürlich nicht drin. Die kommen links aus der großen Tür dort raus, unterhalb des Balkons. Also diese Hochzeiten, die waren heute tatsächlich nicht möglich und wurden abgesagt. Sicherlich für das ein oder andere Hochzeitspaar eine schwierige, durchaus schwierige Situation. Da geht der Spalt auf, da kommen sie nachher raus. Es ist auch kein Platz. Es ist unser Kameramann. Ja, Max ist mit dabei, genau. Aufnahmeleitung. Rüdiger habe ich auch schon gesehen. Und Max macht uns diese Bilder. Und das ist der Eindruck, den natürlich nachher die Fans bekommen werden. Nur, dass dann die Masse richtig tobt. Max, bei dir leider noch nicht so sehr. Aber ich glaube, das wirst du aushalten. Aber du hast auch nicht die Europa League gewonnen. Hintergrund ist das neu erbaute historische Museum der Stadt Frankfurt. Corso läuft weiter, läuft auch ein bisschen flotter, weil klar, da kommen natürlich keine Fußgänger hin, es sei denn, sie sind vielleicht
ein bisschen verbotenerweise mit dem Rad hingefahren. Denn wir befinden uns hier auf einer sehr gut ausgebauten Bundesstraße. Geht dann übrigens auch ganz unmittelbar am Deutschen Bankpark vorbei und natürlich auch am Profi-Camp, dort, wo Oliver Glasner seine Mannschaft trainiert, fit hält und vorbereitet hat auf den größten Erfolg seiner Karriere. Übrigens der 7. UEFA-Pokalsieg oder Europa-League-Sieg. Das können wir natürlich gemeinsam zusammen verbuchen. Den ersten gab es 75 durch Gladbach, den zweiten auch durch die Gladbacher 79. Dann die Eintracht 1980, Hin- und Rückspiel damals noch gegen Gladbach, auswärts 2-3 verloren. Rückspiel 1-0, Fred Schaub, damals der Torschütze, leider schon verstorben. Ja, und wenn man so will, ist Raphael Boré der legitime Nachfolger von Fritz Schaub, der den entscheidenden Treffer erzielte, und zwar gestern Abend. Dann Leverkusen 88. Auch dieses Spiel 88, so wie gestern, im Elverschießen entschieden gegen Espanyol Barcelona. Die Bayern 96 glatt durch gegen Girondin Bordeaux. Und dann Schalke 04 als letzter UEFA-Pokalsieger gegen Inter Mailand. Auch im Elfmeterschießen auswärts mit 4-1 gewonnen. Axel Hellmann, von hinten betrachtet links in diesem Cabriolet. Ein Mann, der eine Vereinskarriere hingelegt hat wie kaum ein anderer, denn er begann, und das meine ich wirklich nur, was die Ebene angeht, unten als Fan, an der Basis, Fanbasis. Und dann hinaufgearbeitet über den e.V. als wichtigster Mitarbeiter von Peter Fischer und dann entsandt. Das gab große Diskussionen in die Fußball-AG. Ja, und jetzt ist er der Mann, der das Sagen hat. Und er hat die Eintracht weiterentwickelt, extrem weiterentwickelt. Er ist ein Mann mit großen Ideen und viele sind schon sehr erfolgreich umgesetzt worden und man kann davon ausgehen, dass er weitere hat. Auch interessant übrigens, die Führungsetage der Eintracht und der das gesamte Begleittross, der bedeutsam ist, hat sich extra für diese Europacup-Spiele Anzüge schneidern lassen mit einem Innenfutter, mit Eintracht-Logo. Und diese Anzüge wurden wirklich nur zu den internationalen Reisen angezogen. Hier ist Frankfurt tatsächlich eigentlich wie überall Boomtown, rund um den Flughafen. Die Erweiterung läuft, aber eine Erweiterung heißt nicht nur vielleicht mehr Landebahnen oder ein neues Terminal, das man momentan aufgrund der Krise gar nicht braucht, sondern im Umfeld untersteht oder geht natürlich die Entwicklung weiter mit Neubauten von Hotels und Infrastruktur und Zulieferern. Ja, Markus hat sich nach vorne gearbeitet, ist sozusagen am Führungsfahrzeug beim Trainer. Olli Glasner, Sie haben gesagt, dass das jetzt ein paar Tage feiern werden. Wie gestaltet sich der Auftakt? Wie fühlt sich das an? Ja, die Feier hat natürlich gestern dann begonnen in der Nacht und ja, es ging im Flugzeug weiter und jetzt freuen wir uns alle riesig auf den Römer. Ich glaube, es sind ein paar Leute dort und, ja, und dann schauen wir mal, wie die Nacht noch weitergeht. Sie haben ja von vornherein gesagt, Sie wollen eigentlich gar keine Statistiken oder irgendwelche Superlativen hören, weil Sie jetzt vielleicht der erste Trainer seit so und so vielen Jahren sind aus Österreich, der so einen Titel holt. Aber was bedeutet Ihnen denn dieser Sieg, dieser Pokalgewinn? Ja, natürlich ist es für mich persönlich auch ein Riesenerfolg, aber was ich am meisten freue, ist jetzt schon hier in Spanien und jetzt auch am Weg in die Stadt, wie oft ich Danke gehört habe, wie sich die Leute freuen, wie sich unsere Fans freuen. Das ist eigentlich so das Schönste von diesem Titel. Wie hat sich das denn in der Mannschaft geäußert? Ist man da noch mal hinterherfahren? Wir haben es ja gesehen in der Pressekonferenz, gab es ja schon die Bierdusche. Was hat sich die Mannschaft sonst noch einfallen lassen fürs Trainerteam? Nee, das war schon das Schlimmste und ach nee, gestern war dann noch Party und wir waren dann auch alle noch im Hotelpool oder der Großteil im Hotelpool. Und irgendwann mal bei Tageslicht hat es dann geendet. Okay, wer hat die beste Figur gemacht im Pool?
Ja, das kann ich nicht sagen, waren so viele drinnen, aber haben ein paar Klippenspringer gehabt, also waren alle gut drauf. Super, dann erst noch mal viel Spaß. Der Pokal wiegt schwer, mal den auf das andere Bein vom Co-Trainer abzugeben, ist auch ganz gut, oder? Ja, ist gut. Auf der anderen Seite ist ein bisschen Regenschutz, also von dem her ganz gut, dass wir einen Pokal hier haben. Also viel Spaß weiter. Okay, danke. Oliver Glasner ist ein Mann, der wirklich in dieser Stadt Frankfurt angekommen ist. Und das äußert sich ganz einfach so, dass er zuletzt erzählt hat, dass er einfach mal in eine Apfelweinkneipe gegangen ist und hat sich einfach an einen Tisch gesetzt. Zu wildfremden Leuten, hat er es erzählt, da waren Leute von der Börse. Und das ist so typisch Frankfurt. An einem Tisch in einer Apfelweinkneipe, da sitzen die Banker, die Börsianer, die Leute von der Versicherung, aber auch die mit dem Blaumann, der Straßenbahnfahrer, alles zusammen. Ja, und dann kommen die Appleboy-Wirt und die sagen, hier mal zusammenrutschen. Und dann entstehen Gespräche. Die Frankfurter sind also ein bisschen grob. Und sie meinen es auch so, aber sie sind trotz allem herzlich. Und das hat Oliver Glasner sehr imponiert. Das ist auch einer, der mal abends in einen Club geht und überhaupt kein Problem damit hat, Nähe zu generieren. Das heißt ja nicht, dass man gleich mit jedem im Arm in Arm liegen muss, aber er begreift Frankfurt nicht nur als Arbeitsstätte, sondern er sucht auch den Kontakt. Er will auch wissen, was in einer solchen Stadt passiert. Und das bringt ihm natürlich auch Sympathien. Ein Trainer versteht sich in erster Linie über die sportliche Leistung, die er mit einer Mannschaft generieren kann. Und er hat klare Richtlinien. Er hat gesagt, ich verzeihe jeden Fehler, aber was ich nicht mag, sind Leute, die schlechte Stimmung innerhalb des Teams verbreiten, in der Kabine. Da legt er viel Wert drauf, gemeinsam mit seinem Trainerteam. Und er hat gesagt, es hat schwierig begonnen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Beginn der Saison, das war alles andere als erfolgreich. Aber dann setzt man sich zusammen und er kann natürlich dankbar sein, dass der Auftakt in die Europa-League-Saison dann erfolgreich war. Denn hier in Frankfurt entstehen die Diskussionen relativ schnell. Es ist so ein bisschen wie in Köln oder in Hamburg. Da wird schnell die Säge ausgepackt. Er hat das rechtzeitig geschafft, das Ruder rumzureißen. Und vor allem international ist ihm das natürlich gemeinsam mit diesem Team exzellent gelungen. Warum nicht in der Bundesliga? Ganz einfach, weil die Eintracht kein Spitzenteam ist, das einfach konstant gut auf einem Level arbeiten kann. Das auch mal mit 60-70% Leistung ein Bundesligaspiel gewinnt. Und dann spiegelt sich das natürlich auch in einem Mittelfeldplatz wieder. Aber wenn sie dann die Kräfte bündeln kann und wenn das dem Trainer gelingt und die Mannschaft diesen Geist zeigt, dann ist beides möglich. Mittelmaß, Mittelfeldplatzierung in der Bundesliga und ein internationaler Triumph. Das ist möglich. Das liegt am Trainer und das liegt am Teamgeist dieser Mannschaft. Armrömer schüttet es, aber das ist insofern gar nicht so sehr schlimm, solange es nicht blitzt und hagelt und stürmt, sondern gerade runterregnet. Ja, da werden alle nass, klar, die meisten feiern es, die werden nicht nach Hause gehen. Man versucht sich so ein bisschen ins Trockene zu retten, wo es ein bisschen eine Möglichkeit gibt, sich unterzustellen, aber die meisten werden bleiben. Aber nochmal, es blitzt nicht, es sind keine Donner unterwegs, also es ist ein starker Schauer, der sich gerade entlegt. Kann natürlich noch heftiger werden, klar. So, also der Stimmung tut das alles keinen Abbruch. So, genießen wir diese Fotos. Manchmal sind Fotos noch mehr sagender als bewegte Bilder. Sie brennen sich ein, da muss nur jeder an sein eigenes Fotoalbum denken. Sebastian Ried ist, ich glaube, am Wagen von Kevin Trapp. Ich habe dich leider nicht ganz verstanden, nee. Flo, aber ich bin hier bei Ansgar Knauf. Ja, bei Ansgar bist du, richtig, Ansgar. Genau. Ansgar, jetzt. Jens-Peter Hauge, der weist sie noch mal darauf hin, dass er jetzt fit sein muss. Ansgar, wie kurz war denn die Nacht? Ja, war relativ kurz. Wir waren lange unterwegs. Und jetzt geht's weiter. Und bin gespannt, was jetzt in der Stadt los sein wird. Sie wirken noch ziemlich fit, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt gerade wieder, es ist immer mal so, aber jetzt gerade ist ganz okay, deswegen. Aber wir haben auch noch einen anstrengenden Tag vor uns heute, ne? Eben, da muss noch einiges gehen auf dem Römerberg. Wisst ihr schon, was euch da erwartet?
Noch nicht so richtig. Also ich habe schon vieles gehört, aber ich bin echt gespannt, was jetzt gleich da los sein wird. Und gestern Abend, ja, in Sevilla, vor dieser weißen Wand, mit diesen Fans, vielleicht mal ein kurzes Wort, was das für eine Unterstützung ist und was das mit euch macht. Ja, das ist, hat man, glaube ich, die ganze Saison gemerkt, die ganze Europa-League-Saison, was das für eine Power ausstrahlt, diese Fans immer dabei zu haben, egal wo wir spielen. Und das hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt den Pokal gewonnen haben. Vielen Dank, Ansgar Knauf. Frankfurt, kann man so sagen, ist ein Erlebnis, ne? Auf jeden Fall. Danke. Ja, und alle, die bei Ansgar sitzen, werden dieses Erlebnis zum ersten Mal haben. Heuge, Lindström, Lenz und wie viele andere, die zum ersten Mal einen solchen Triumph miterleben, hier nicht nur in Frankfurt, sondern insgesamt. Keiner hat ein solches Finale überhaupt schon miterlebt, aber keiner von denen, die wir gerade gesehen haben solches erlebt, was ihnen gleich bevorsteht, wenn sie dann in Frankfurt im Zentrum angekommen sind. Das sind zum Teil Leute, die Abschied nehmen, wie Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, natürlich nicht, aber klar, das war schade für ihn, dass er verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte. Ein Mann, wenn es darum geht, eine Heimat gefunden zu haben, da gehört er dazu. Martin Hinteregger, der ist nun wirklich in Frankfurt und der Umgebung wirklich heimisch geworden. Und ein Mann, der exzellent feiern kann. Und da macht er auch gar kein Geheimnis draus. Ein Mann, der so in seiner österreichischen Heimat auch sehr gerne zu Hause ist. Ja, und sich da nicht nur volksnah gibt, sondern einfach total volksnah ist. War natürlich eine interessante Personalie, die Verletzung von Martin Hinteregger, als viele dachten, als er so früh raus musste. Was passiert jetzt? Kommt jetzt Hasebe? Nein. Und dann kam diese taktische Umstellung mit einem neuen Mann in der Innenverteidigung. Ja, hat gesessen, der Schachzug mit Tuta und Touré. Starke Defensive mit Indika und natürlich offensiv mit Sorry. Ja, und es gibt Leute, die gehören einfach zum Inventar. Der Capitano, auch wenn er nicht mehr für die Eintracht spielt, aber er war in den letzten Tagen, Wochen hier zugegen, wurde nochmal offensiv und ganz öffentlich und groß verabschiedet. David Abraham, als er damals von Hoffenheim nach Frankfurt wechselte, für die Frankfurter ein unbeschriebenes Blatt. Aber was hat der für eine Entwicklung genommen? Undenkbar. Und ja, unverzichtbar vor allem und was die Zukunft angeht, ganz sicher ein unvergessener Mann aufgrund seiner Art zu spielen, Mitspieler mitzureißen und er gehört ebenso zu diesen Legenden, hat auch schon das Trikot der Traditionsmannschaft übrigens getragen in der letzten Zeit, also auch wenn er nach Südamerika zurückgekehrt ist, der wird immer wieder nach Frankfurt kommen. Ja, Sebastian, du fährst nach vorne zum nächsten Gast. Ja, ich bin bei den Südamerikanern. Und vielleicht können wir kurz mal ein bisschen näher an Rafael Boré ranfahren. Du hast ja schon gesagt, Flo, El Capitano, Tuta und Rafael Boré. Wir versuchen jetzt mal gleich ein kurzes Interview mit ihm zu bekommen. Wir müssen uns noch ein bisschen sortieren. Was gar nicht so einfach ist, weil jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen wechselt. Hier sind immer mal Fans an der Strecke und mal nicht. Jetzt gibt es, glaube ich, eine kurze Pause. Aber vielleicht können wir es jetzt mal. Nein, oh, Pinkelpause. Da müssen wir schnell wegschneiden. Wir kommen später wieder. Auch ja, das muss sein. Absolut, das muss sein. Und das gehört sich so, da die Kamera wegzumachen und wegzuschwenken. Ich kenne das von der Übertragung beim Radsport. Da wird man richtig sauer. Und zwar zu Recht. Ja, das gehört sich nicht. So, es geht weg vom Frankfurter Flughafen. Start- und Landebahn sehen Sie da noch im Hintergrund. Und Sie sehen auch, der Regen hat sich gelegt. Es ist ein bisschen dunkler geworden durch die dunklen Wolken. Aber der Regen hat nachgelassen. Und zwar deutlich nachgelassen. Das wäre so toll, wenn dieses Unwetter über Frankfurt, über das Herz von Frankfurt hinwegziehen würde. Und wenn die Fans so langsam wieder abtrocknen, bis dann die Mannschaft oben auf dem Balkon des Römers erscheinen wird.